Jo, grüßt euch. Der Robs wieder hier. Heute in Unterammergau. Wir wollen jetzt mal die Schleifmühlklamm nach oben gehen und dann daraus eine kleine Rundtour machen mit Gipfel. Ja, mal schauen, was uns erwartet. Ja, ihr seid dabei, hoffentlich. Ja, ja, hier geht es natürlich auch ein bisschen mehr zu als woanders. Aber das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, die Schleifmühlklamm ist so ein bisschen versteckt. Das kennt keiner, aber der Parkplatz sagt was anderes. Das Ding ist bloß, dass jetzt nicht alle zu der Klamm wollen, sondern alle irgendwie da hinten straight zu irgendeiner Hütte gegangen sind. Jetzt weiß ich nicht, ob die zum Wandern da sind. Naja, hoffentlich, wir haben es diese Woche voll. Das wäre wünschenswert. Das war gleich um die Ecke von dem ersten. Also fängt schon echt gut an, das Ding hier. Da oben, das ist halt total geil, so direkt an der Klippe vom Wasserfall, der. Ja, und jetzt kommt man da den Wasserfall hoch, das ist das Hütchen, was wir unten sehen haben. Und jetzt scheint es nicht mehr klammmäßig zu sein, das war es anscheinend mit der Klamm. Wir schauen jetzt auch, dass wir hier vielleicht über den Berg wieder zurück zum Parkplatz gehen. Genau. Wir lassen uns überraschen, was kommt. Ja, jetzt sind wir hier schon 20 Minuten so einen Forstweg hochgegangen. Jetzt sind wir hier an so einem See. Der sieht echt auch voll geil aus. Ist gerade im Sommer.
Ich würde nahe gehen. Ein bisschen Aussicht hat man auch nach unten. Ja, und für uns sollte jetzt dann, glaube ich, nicht da so rüber gehen. Wir wollten jetzt nicht auf den hohen Berg da oben. Da wollten wir jetzt nicht, aber da vorne sind die Schilder, da wird es wahrscheinlich nach rechts weggehen. Einfach mal eine kleine Runde machen. Alles klar, dann geht's weiter. Also laut Maps Me oder Auto Active geht es da oben, kommt dann wieder auf den Weg. Also gehen wir da jetzt lang, ist keine Sackgasse anscheinend. Komisch. Ah, jetzt muss der erst wieder runter. Da geht es dafür wieder nach. Super. Nicht zu viel versprechen. Weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal, halt mit die Augen offen, oder? Das hier ist das provisorische Gipfelkreuz vom Bremeneck. Da sind wir jetzt hier oben drauf, 1405 Meter, glaube ich, oder so. Ja, schöne Aussicht. Ein bisschen die Bäume noch, aber geht schon. So, nächster Gipfel. Der Rosengarten, da ist das Gipfelkreuz. Ja, kann mir bloß keiner erzählen, dass hier irgendwann mal Rosen gewesen sind. Aber Börner Aussicht, echt. Dass da hinten immer so schön felsig wird. Das muss ich mir alles für später mal merken. Laber, Schartenköpfe und dahinter das Ettaler Mandel. Da waren wir vor ein paar Wochen. Da kann ich euch mal oben das Ding verlinken. War auch eine schöne Tour, kann man sagen. Und jetzt geht's hier. Obi, da irgendwo da unten ist Unterammergau. Und da gehen wir jetzt einfach wieder zum Parkplatz. Jetzt soll es eigentlich nur noch bergab gehen. Ich hoffe es. Ja, und wieder so eine Schlammpartie, einen Berg runter, hey, wo man schön rumrutscht und so. Und heute haben wir keine Stöcke dabei. Ah, muss man gut die Augen aufhalten, hey. Ah.
geht es dann immer ganz kurz nach bergauf. Normalerweise geht es da hinten runter. Ich bin jetzt hier noch. Habe ich mir gedacht, nehme ich den Berg auch noch mit. Dann haben wir das gemacht hier. Das müsste jetzt das Schartenköpfel werden. Und weit ist nicht. Yes. Drei Berge, dreieinhalb. An einem Tag auch ganz geil. Also das ist das Schartenköpfel. 1375 Meter. Dann war der mittlere, der Rosengarten mit 1425, der höchste Berg heute. Ja, so, jetzt wieder zurück zur Steffi und dann runter zum Parkplatz. Ja, geil, habe ich jetzt auch noch gerade entdeckt. Gipfelbuch gibt es auch. Ja, dann tragen wir uns da wenigstens ein. Oh, und der Runterweg, ja, ganz schön steil. Also, siehst du ja hier, und der Weg ist kein richtiger Weg. Das geht alles immer so schräg. Es ist kein gerader Weg, sondern das geht alles so, ist alles so abfallend. Dadurch läuft die ganze Zeit immer so komisch. Das Knöchelding, das tut auch schon ein bisschen weh und so. Aber Gott sei Dank hier nicht hoch, das ist das Beste. Der Hobby. Aber hier hat sich hier irgendeiner ein kleines Platz halt gemacht, oder? Schau mal. Aha. Feuerholz unten drunter. Hier hast du eine schöne Zeltfläche. Okay, da unten ist sogar eine Hütte. Das ist die Hütte, die wir gerade von da oben gesehen haben. Ganz schnucklig. Da würde ich mal gerne eine Nacht drin machen, auch mit dem Ausblick hier. Guckt euch das. Jetzt müsst ihr halt immer wissen, wem die Hütte gehört. Bla, blub, blub und so weiter und so fort. Aber ist immer nicht so einfach. Naja, da geht's bei der Obi. Tun wir so. Ja, und jetzt so ein bisschen wieder vom Weg weg hier. Sieht auch schon wieder gemauert aus. Das Schleifstein-Business scheint hier ganz groß gewesen zu sein. Ich komme ein bisschen in die Schlucht rein. Na ja, okay, jetzt nicht mehr so viel. Gehen wir wieder weiter. Ja, und hier das nächste Ding. Sogar mit Treppe. Da oben sind sogar noch so Welldinger und wo sie die Steine wahrscheinlich gearbeitet haben und so. Oh nein. Kuchenbackform. Ja, und da unten sieht man schon wieder den Weg von der Schleifmühlklamm. Das heißt, wir sind gleich unten am Parkplatz. Viel wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben. Deswegen sind wir raus hier. Ich wünsche euch allen was. Danke, dass ihr dabei wart. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke nicht vergessen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace.